Hallo ihr Lieben, es ist wieder Rhabarber-Saison und ich habe die erste schon von unserem Garten geerntet. Und heute werde ich mit euch ein ganz simples Rhabarber-Marmelade-Rezept teilen. Lasst uns anfangen! Erstmal werde ich die Erdbeeren und Rhabarber in einen Topf geben. Ich habe beide in solche kleine Stücke geschnitten und dann gebe ich auch den Zucker dazu und ich verwende eine geringere Menge, weil ich diese Marmelade nächste Woche schon verbrauchen werde. Ich mag es nicht, wenn es zu süß ist und ich mag auch den Geschmack von Früchten ein bisschen stärker zu haben. Aber wenn ihr die Marmelade länger haltbar machen möchtet, dann einfach eine doppelte Menge von Zucker verwenden, so dass die Menge von Zucker ist gleich mit die Menge von Früchten. Und ich gebe auch 2 Teelöffel Vanille dazu. Ihr könnt auch eine Vanillestange dazugeben und mit der Vanillestange dann die Marmelade kochen, dann am Ende es einfach entfernen. Ich mag diese Vanillenote, die man dann im Marmelade hat. Aber du kannst das auch weglassen, wenn du keine Vanille dazugeben möchtest. Dann alles gut zusammenrühren und für 30 Minuten zur Seite lassen. In dieser Zeit wird da Fruchtwasser von den Erdbeeren bilden und erst dann werden wir mit die Marmelade anfangen oder die Marmelade kochen. Nach 30 Minuten sollte es dann so aussehen, ihr könnt sehen, da ist viel Flüssigkeit und wir können jetzt dann mit dem Kochen anfangen. Ich koche immer meine Marmelade auf mittlere oder geringe Hitze und so lange, bis die Konsistenz ist, so wie ich das mag. So solltet ihr das auch machen, so lange kochen, bis die Konsistenz erreicht ist, den ihr haben möchtet. Manche mögen es ein bisschen flüssiger, manche dann dickflüssiger und einfach darauf achten und dann von Hitze nehmen. Nach dem Kochen, nach dem Abkühlen wird die Marmelade noch ein bisschen fester werden, so man muss die nicht so bis diese Konsistenz kochen, die ihr dann am Ende haben möchtet, aber fast so weit und dann beim Kühlen wird es noch ein bisschen fester. Und beim Kochen ab und zu die Marmelade kontrollieren, ein bisschen umrühren, so dass es schön gleichmäßig kocht und auch dann die Hitze kontrollieren und anpassen, so dass es nicht zu stark köchelt. Erstmal werden die Früchte sehr viel Saft geben, wie ihr auch hier sehen könnt. Erstmal dann einfach so lange köcheln lassen, bis die Früchte schön weich werden. Das ist so der erste Punkt, so dass die Früchte weich werden und danach dann so lange köcheln lassen, bis die Konsistenz, den ihr haben möchtet, erreicht ist. Und ihr werdet auch merken, dass beim Kochen so eine Art Schaum sich bildet. Ich kann mich noch erinnern, dass meine Großmutter immer diesen Schaum dann entfernt hat. Ich weiß nicht, ob man das machen muss, aber ich mag das auch selber zu machen. Dann ist die Marmelade am Ende schön klar und da ist keiner dieser Schaum dann in der Marmelade. Jetzt sind die Früchte schön weich geworden, aber die Marmelade ist noch sehr flüssig. Ich werde jetzt auf eine niedrige Hitze weiter köcheln, bis die Konsistenz schön dickflüssig geworden ist. Jetzt könnt ihr sehen, dass die Marmelade schön dickflüssig geworden ist. Wenn ich so eine Linie male, dann hält die Linie sich auch ein bisschen. Und auch wenn man so mit einer Spatel testet, am besten mit einer Holzspatel oder Holzlöffel, dann sollte die Marmelade so an dieser Löffel bleiben, dann ist die Konsistenz schön dickflüssig und ich mag meine Marmelade so. Ich werde jetzt von Hitze nehmen, weil es auch noch ein bisschen dickflüssiger dann beim Kühlen wird, aber wenn ihr es noch dickflüssiger haben möchtet, dann einfach weiter köcheln lassen und einfach testen und ab und zu schauen, wie die Konsistenz wird. Es ist ein ganz einfaches Rezept und so mache ich immer meine Marmeladen. Ich mache solche schnelle Marmeladen und die nicht sehr lange haltbar sind, weil ich
weniger Zucker nehme. Aber wenn du die Marmelade länger haltbar machen möchtest, dann findest du alle Details dazu unten in Beschreibung. Wenn dir mein Rezept gefallen hat, dann vergiss nicht die Daumen nach oben. Und wenn du neu bei meinem Kanal bist, kannst du jetzt abonnieren, um keine neuen Videos zu verpassen. Danke, dass du dabei warst. Tschüss und bis zum nächsten Mal.